Hotelinsiderinnen, liebe Hotelinsider, herzlich willkommen hier aus dem wunderbaren Engadin. Wir sind hier in Zuoz. Zuoz haben Sie sicher schon gehört. Da gibt es ein berühmtes Internat, aber noch berühmter ist das Hotel, wo wir im Moment gerade sitzen. Das ist das Castell. Man sagt, das sei ein Kunsthotel. Tatsache ist, hier gibt es eine große Sammlung an zeitgenössischer Kunst. Und der Initiant und Inhaber dieses Hotels, also Initiant dieser Kunstsammlung, ist Rudi Bechtler. Er sitzt neben mir. Herzlich willkommen, Herr Bechtler. Dass Sie sich schnell Zeit nehmen, um über dieses wunderbare Haus und über Ihre Kunstsammlung zu sprechen. 1996 haben Sie das Hotel übernommen, ist das korrekt? Das ist korrekt. Damals war es eine kleine Gruppe und mit der Zeit haben wir dann das Ganze übernommen. Mhm. Was war der Grund damals, dass Sie ein Hotel erworben haben? Sie sind ja nicht Hotelier, Sie sind Künstler, Sie kommen aus einer Unternehmerfamilie, kann man ja sagen. Warum haben Sie ein Hotel gekauft? Ja, das ist eigentlich ein Zufall. He? Das hat mein Schwiegervater gehört und und der Bruder meiner Frau wollte es kaufen, aber er hatte die Mittel nicht und haben wir da mitgemacht und mit der Zeit haben wir dann auch seinen Anteil übernommen. Ach so, und dann wurde es ein Kunsthotel. War das immer von vornherein klar, weil Sie eine besondere Affinität zur Kunst hatten natürlich und auch eine Kunstsammlung? War das immer klar, dass das so etwas wie ein Kunsthotel wird? Ja, wie es dann wirklich herauskommen würde, das ist, war unklar, aber wir haben auf jeden Fall sofort mit Aktionen, mit befreundeten Künstlern. Die erste Geschichte war drei Performances von Roman Signer. Mhm. Und das hat sich dann entwickelt. Also es war nicht ein Plan, ein Kunsthotel zu machen. Mhm. Und wie hat sich das über die Jahre entwickelt? Sie hatten ja Kontakte zu Künstlern. Die sind dann alle nach Zuoz gekommen, haben hier ihre Werke gezeigt, haben hier Installationen gebaut, irgendwelche Kunstperformances durchgeführt. Oder wie war das? Genau, also ich habe dann im Hinblick auf das Hotel auch Werke gekauft, wie zum Beispiel diese Bilder da, und weil wir ja dann viel Platz hatten und nicht alles ins Lager tun mussten. Mhm. Und dann habe ich eben auch mit Künstlern Aktionen gemacht, oder? Mhm. Diverse Aktionen oder auch sogenannte Art Weekends organisiert. Genau, ja. Wie wir jetzt gerade eines gehabt haben, wo dann die Künstler Vorträge hielten und von den meisten habe ich dann auch Werke gekauft. Sie selbst sind ja auch Künstler, können Sie dazu was sagen? Was machen Sie? Ja, das ist eigentlich nicht zentral jetzt da, aber ich mache Sachen, die das Hirn verwirren, die mich interessieren. Mhm. Ich mache Brunnen, ich mache viel mit Foto, Gegenüberstellungen. Mhm. Und Lichtobjekte, Lampen. Ja. Das Hotel führen Sie ja nicht selbst. Sie haben immer ein Direktionspaar im Moment, die Frau Abel und der Herr Wettstein, die das jetzt führen. Auch früher waren immer Paare oder Hoteldirektoren da. Ein Hotel selbst zu führen, das war nie ein Thema. Nein, das war nie ein Thema. Mhm. Was haben Sie denn für einen Bezug zur Hotellerie? Ja, ein enger Bezug ist meine Tochter, die in Lausanne war, die Hotelfachschule gemacht hat dort. Und die jetzt eigentlich mich ablöst. Sie ist jetzt im Verwaltungsrat Präsidentin. Hat die Tochter? Ja, und sie ist auch da. Ah ja. Und sie führt ein Hotel jetzt schon? Oder ist sie in der Hotellerie tätig? Nein, sie führt das nicht. Also nicht das Haus hier, sondern irgendein Hotel? Nein. Also sie hat natürlich in diversen Hotels gearbeitet, aber sie führt kein Hotel. Mhm. Aber eine besondere Beziehung zur Hotellerie haben Sie selbst nicht? Nein. Und also ich bin gerne in Hotels. Ja, natürlich. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man mit so einem Hotel Geld verdienen? Die Hotellerie ist ja nicht besonders rentabel, wenn man das jetzt mal wirtschaftlich anschaut. Man sagt, ja, mit Hotellerie wirst du nicht reich, sagen viele. Es gibt natürlich andere Beispiele, die das Gegenteil belegen. Es gibt Häuser, die wirklich schönes Geld verdienen. Kann man mit so einem Objekt hier in Zuoz, eben mit der Positionierung über Kunst, kann das wirtschaftlich sein? Oder ist das so knapp? Es schwankt sehr. Also während der Pandemie haben wir sehr, sehr viel Geld verdient und das haben wir dann alles wieder investiert in Unterhalt und so. Und mehr oder weniger kann man sagen, dass es alles so eben rauskommt. Ja? Dann ist man schon zufrieden. Also ein großes Geschäft ist das nicht. Nein. Also es braucht viel Idealismus. Genau. Ja, es ist ein Kulturbeitrag, sehe ich. Eben. Ja, ja. Eben. Sie holen ja auch weltberühmte Künstler da nach Zuoz oder haben die da nach Zuoz geholt, beispielsweise James Turrell oder wie heißt der genau? James Turrell. Der hat ja da oben, wie nennt sich das ganz genau, dieses Gebäude? Ja, das heißt genau Skyspace. Skyspace. Pizzutel, und der Pizzutel, das ist der Berg da drüben. Mhm. Und das habe ich, wir haben eine Stiftung in der Familie, die heißt
nach meinem Vater, Walter Bechler Stiftung, und mit der können wir so Riesenprojekte durchführen. Ne? Und das ist ziemlich exklusiv, was er da gebaut hat. Ja? Das ist Weltklasse. Ja. Ja, eben, eben. Und es hat hier einige so weltberühmte Künstler. Andererseits sagt man, der Schwerpunkt in der Kunstsammlung liege auf der Schweiz, auf der schweizerischen Kunstszene. Oder ist das korrekt? Es hat sehr viele Schweizer, aber sehr viele Ausländer auch. Ne? Eben, es, ist, ja. es hält sich die Waage. So. Ja, ja. Sehr gut. Ja, was sind die nächsten Projekte, die Sie haben? In Bezug aufs Hotel und die Kunstsammlung? Ja, das bin ich jetzt nicht vorbereitet, aber in einem Jahr gibt es wieder ein Art Weekend. Mhm. Das ist so eigentlich mein Job, diese Art Weekends zu organisieren und wieder Künstler zu finden. Mhm. Und sonst unterstütze ich meine Tochter und ja. Rudi Bechler, herzlichen Dank für dieses Gespräch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war's hier aus dem wunderbaren Hotel Castel, wo die Kunst dominiert. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Danke für das Gespräch. Danke.